Et voilà. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Hallo, meine liebe Maria, schau mich noch an. Hallo, Matthias. Hallo. Hallo, Michael. Hallo, ihr Lieben. Ja. Das ist das. Entschuldigung, hallo, Finn. Hallo, Finn. Also, ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr uns gestern bei diesem wunderschönen Regenwetter hier aufgenommen habt und dass wir bei euch Nudeln kochen konnten und mit euch einen wunderschönen Abend und guten Wein verbracht haben. Und dafür möchten wir uns jetzt einfach mal ein wenig revanchieren. Ja, du auch, ich weiß. Und danke für die schöne Zeit und die guten Gespräche, die wir heute schon hatten. Ja, wo sind wir denn jetzt? Wir sind in Chanaz. Und Chanaz ist der Ort nach Seychelles, wo wir schon waren. Ich muss doch wieder darüber gehen, da ist schöner. Ja, und da ist es. Ja, ja, das Aua, die wird auch wieder gut, gell, Maria, das kriegen wir schon wieder hin. Ich denke doch, das in ein paar Tagen ist es wieder gut. Und morgen geht es weiter nach Jemen. Und hatten wir bis jetzt schon tolle Begegnungen hier. Wir haben einen Landfutter getroffen, der eigentlich in Landsberg wohnt, aber naja, wie auch immer. Und dem seine Frau hier von hier ist. Ja. Und ihr Großvater war das, gell, der hier das wieder aufgebaut hat. Und wir werden dann morgen dann Bilder sehen. Das ist der Campingplatz, das ist nicht unser Zelt. Das ist das Chalet hier. Das zeigen wir euch morgen. Wir werden jetzt einen schönen Abend verbringen hier. Und wie ihr seht, gibt es heute noch was Schönes zum Essen. Wir haben einen schönen einheimischen Weißwein hier. Es gibt eine Paté. Ah, nur dass ihr es einmal schön seht. Gell? So was Gutes gibt es heute. Ja. Eine Schüssel Salat und danach gibt es sehr, sehr gute Fleisch. Einen schönen Abend. Alles Liebe. Gutreja. Und wir gehen natürlich gemeinsam morgen nach Jänner. Also wir werden uns zumindest in Jänner wiedersehen, wie auch immer, gell? Genau. Die zwei Herrschaften gehen nämlich auch nach Jänner. Nach Jänner und danach Santiago de Compostela. Da gehen wir nämlich alle gemeinsam hin. Also, Servus, benannt. Ja.